Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Online-Draft in FIFA 18 Ultimate Team, und zwar dem World Cup-Modus. Und ja, ich habe hier so einen schönen Token bekommen, und den gab es übrigens durch den Ausfall des Shops auf der PC-Version. Und wie man sieht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die letzte Folge, wo ich gesagt habe, dass ich vielleicht so einen südamerikanischen Touch in mein Team bringen kann. Da ist er. Und so funktioniert das auch. Problem ist nur, ich habe heute aus Versehen in einem SBC meinen Rechtsverteidiger eingetauscht. Und zwar war das Fagner, brasilianischer Rechtsverteidiger. Ich glaube, 77er Rating. Habe ich aus Versehen einfach in so einen SBC mit eingetauscht. Das war nicht so klug, aber darum soll es heute nicht gehen. FUT-Draft, willkommen zu einem FIFA Ultimate Team Draft. Blablabla. Ja, ich baue mein Team auf und räume richtig ab. Auf jeden Fall. Ich verwende den Draft-Token. Formation 4-2-3-1 breit spricht mich gerade ein bisschen an. 4-3-1-2 finde ich eigentlich. Ah, 4-3-1-2 finde ich eigentlich auch nicht schlecht. 4-3-2-1 finde ich auch nicht schlecht. Ach komm, ich nehme die Mannschaft. 4-3-2-1. Was haben wir da? Messi. Messi und Legende. Ich werde Messi nehmen. Sorry, aber die Stats sind einfach zu gut und ich würde Messi zu gern einfach mal spielen. Stürmer. Higuain würde ge. Ah, Klose. Mann. So viel schlechter sind die Klose-Stats gar nicht zu Higuain. Aber er würde halt einen Strongling kriegen zu Messi. Ach, Mann. Erstmal zwei Icons kriegen und dann gleich die beiden schlechtesten. Das tut mir echt im Herzen weh, aber ich muss Higuain nehmen. Oh. Lavezzi hätten wir hier gleich, damit würden wir das argentinische Sturmtrio perfekt machen. Ich würde ihn aber eigentlich ungern nehmen, ehrlich gesagt. Hat jetzt nicht die besten Stats. Ich nehme mal Isco einfach. Das würde ich schon irgendwie zusammenfügen, also da habe ich keine Bedenken. Groß hätten wir hier. Thiago aber genauso, der würde einen Stronglink da oben kriegen. Dementsprechend würde ich einfach mal. Thiago vor allem mit Hunter, finde ich nicht schlecht. Nehme ich mal Thiago. Gleich mal drei Belgier hintereinander. Rakitic, Nainggolan könnten wir nehmen. Zu dem würde ich gerade auch erstmal tendieren. Ist ja nicht bei der Weltmeisterschaft tatsächlich dabei. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir hier vielleicht noch jemanden Gutes kriegen, aber das sieht eher nicht so aus. Tielemans könnten wir haben. Der würde nochmal den schönen Strongling kriegen und ich glaube, den würde ich einfach auch mal nehmen. Machen wir das Ganze erstmal so. Gut, Rechtsverteidiger. Carvajal, ah, Dani Alves hätten wir auch im Start. Kyle Walker genauso. Mit Shadow Chemistry Style. Auch nicht schlecht. Ich bin gerade überlegen wegen Dani Alves. Wenn ich jetzt noch einen Mittelfeldspieler kriegen würde aus Brasilien oder Argentinien, wäre das natürlich perfekt. Ansonsten würde ich einfach mal zu Kyle Walker tendieren. Blanc haben wir da. Den nehmen wir natürlich sofort. Laurent Blanc. Sehr schön. Paulista. Hätte mit Dani Alves vielleicht was gebracht. Schon wieder ein Belgier. Hat sogar gar nicht so schlecht das jetzt für einen 76er. Ich glaube, den werde ich tatsächlich auch nehmen. Oh, Lovren hätten wir hier noch. Mit Shadow. Ja, guck dir mal die Stats im Vergleich an. Die sind jetzt nicht so viel besser von Lovren. Eher schlechter. Ich nehme mal ihn hier. Ah, Linksverteidiger sieht nicht so geil aus. Müssten wir einen Europäer nehmen. Gucken, einen von den dreien hier. Da würde ich einfach mal zu ihm hier tendieren. Ich hoffe, wir müssen ihn nicht benutzen. Torwart. Mandanda ist ein bisschen. Ach, dann komm, wir können sogar die Spielerdetails hier angucken. Mandanda ist mir persönlich ein bisschen klein, einfach. Schmeichel ist auch ein bisschen klein. Reyna, ich würde einfach mal zu Asenjo tendieren. Den werden wir auch nehmen mit Glove Chemistry Style. Silva brauchen wir nicht. Rui Patricio würde ich zu tendieren. Oder Perisic vielleicht? Aber da würde nicht passen. Da würde da oben nicht statt Isco reinpassen. Da könnte man jetzt noch im Mittelfeld statt Tielemans nehmen. Aber dann würden sich die Links da auch ein bisschen aufheben. Ich nehme mal Patricio. Als besseren Keeper. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so nötig ist. Silva. Kale hätten wir tatsächlich auch noch. Als Innenverteidiger. Mit Catalyst. Ivanovic.
Ich werde mal Silver nehmen. Oh, Okocha. Wer das letzte Pack-Opening gesehen hat, der wird wissen, was der damit zu tun hatte. Mal gucken, damit geben wir Messi den Link extra. Und dann Gola verliert dadurch einen Link. Fände ich fair, persönlich. Obwohl, so wie die Chemie allgemein höher, weil Tielemans auch insgesamt höhere Chemie kriegt. Wir werden mal schauen. Da wollte sich ja noch irgendwas ergeben. Costa, Moreno bringt leider auch nichts. Pizarro, Asensio bringt uns alles irgendwie nichts. Da hätten wir noch einen Linksverteidiger, Guerrero. Shaw oder Guerrero wäre jetzt die Frage. Ich würde eigentlich zu Guerrero mal tendieren. Da haben wir noch einen etwas besseren Linksverteidiger. So, letzter Torwart. Boah. Nicht so geil. Noch einen guten Verteidiger. Moore haben wir da. Damit ist unsere Verteidigung eigentlich komplettiert, würde ich mal sagen. Bildet hier ein schönes Dreieck. Zusammen mit Okocha. Trippier. Jones. Bringt uns alles leider nicht so viel. Vielleicht noch einen guten Mittelfeldspieler. Eher weniger. Bringt uns alles nicht so viel. Oh, wir haben auch Pech, Alter, im Mittelfeld, ganz ehrlich. Oh, Eden Hazard haben wir noch. Könnte sogar irgendwie funktionieren, wenn die Chemie so ähnlich funktioniert wie im normalen Ultimate Team. Oh, und Neymar. Okay, damit hat sich's eigentlich schon erledigt. Obwohl ich nicht weiß, ob ich Neymar wirklich direkt reinpacken würde vom Start. Gut, aber das ist unsere Mannschaft. Ziemlich ungefähr. Wir gucken nach einem Manager direkt. Obwohl ich es vielleicht hätte machen sollen, erst nachdem ich das Team aufgebaut habe. Von dem Südamerikaner profitiert natürlich nur die beiden da oben, was nichts bringt, wenn ich... Nichts bringt, ist natürlich falsch gesagt. Messi kriegt ein +2. Das ist echt blöd mit der Chemie, ne? Messi hat nur eine 7er Chemie da oben. Ansonsten von Europa profitieren hier halt alle irgendwie mit. Da würde ich einfach mal den guten Yogi nehmen. -Sturm, sehr schön. 185er Mannschaft. Nein, ich würde ungern eine Partie direkt spielen. Ich würde kurz nochmal was ausprobieren. Wie sieht es denn aus, wenn wir Asade um reinpacken und die beiden tauschen? Asade kriegt da oben eine 6er Chemie. Fänd ich annehmbar. Was passiert, wenn wir Neymar da reinhauen? Verlieren wir wieder? So gibt es ein +2. Dadurch kriegen wir nix. Wir haben auch keinen. Doch, so gibt es tatsächlich ein Plus. Für Walker, ne? Für beide. Also maximale Chemie sieht gerade nach 98 aus. Indem wir so machen. Und was Besseres scheint ich echt nicht hier zu kriegen. Neymar mit Hunter. Den müssen wir natürlich auch noch irgendwie reinschmeißen. Vielleicht würde ich den gegen Higuain austauschen. In-game. Dann hätten wir einen guten Dreiersturm da oben. Und dann Golan als Defensiver. Und die anderen beiden hier etwas offensiver. Da würde ich einfach sagen, ich lasse es so. Tausche nochmal hier kurz ein bisschen auf der Bank rum. Und dann haben wir am Ende sogar ein 88er geratetes Team. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, das war's hier mit dem Draft und ich werde euch die Highlights von dem Spiel zeigen und ja, dann bis gleich. So, und dann geht's los mit dem ersten Spiel. Unser Gegner hat eine ziemlich gute Mannschaft mit Ronaldo im Sturm, Modric, Ramos, ein paar Legenden. Auf jeden Fall nichts, womit man zu scherzen hat. So, und dann kommt hier auch schon eigentlich der erste relativ ernstzunehmende Angriff vom Gegner und da ein bisschen sehr viel Unglück, dann kommt der Ball irgendwie zu Modric durch und dann geht der Ball irgendwie rein. Ziemlich lucky meiner Meinung nach. Habe ich mich sehr geärgert drüber. Aber ihr werdet gleich sehen, warum ich mich noch mehr geärgert habe. Da war wieder Ronaldo am Ball. Passt zu Modric. Geht da durch wie Butter. Messi aus der Distanz und der ist natürlich auch drin. Ja, das sieht dann auch schon mal nicht so gut aus. 28. Minute. 2-0 hinten liegen. Wird schwer wieder aufzuholen. Aber das schaffen wir natürlich, oder? Falsches Stellungsspiel da.
Da kann ich Ronaldo nicht stellen, da kann ich Isco nicht stellen. Dann geht der Ball wieder irgendwie zu Modric durch. Und der passt dann wieder direkt unter die Latte. Zweites Tor von Modric, 3-0 hinten. Ja, gucken wir mal, was da noch geht. Der passt da, wo er nicht hin sollte. Ich habe auch nicht dahin gezielt. Definitiv nicht. Und der Ball passt natürlich wieder. Zweite Halbzeit beginnt gleich mal wieder. Richtig schön. Dann haben wir hier den nächsten Angriff. Inzwischen bin ich da schon auf volle Offensive gegangen. Man sieht auch schon, ist schon gegen Ende des Spiels. Schönes Tor übrigens von Isco. Wird man gleich nochmal Wiederholung sehen. Das ist eine schöne Flanke gewesen und der Ball ist absolut unhaltbar gewesen. Und dann kann ich mir natürlich eine Sache nicht nehmen lassen. Und zwar komme ich damit relativ einfachem, schönen Kombinationsspiel frei durch, er stellt mich nicht. Und dann haben wir noch das Ehrentor am Ende, das 5-1. Und ja, das war's hiermit. Leider erst noch rausgeflogen, es tut mir wirklich leid. Ich hab's nicht mit Absicht gemacht, ich schwör's. Und ja, die Stats. Erste Halbzeit war er dominant, zweite Halbzeit ich. Ich habe einfach kein Tor geschossen. So einfach ist das. Die Sets sehen dann dementsprechend ungeil aus. So, und dann sind wir beim Pack-Opening und ja, wirklich gut lief das jetzt nicht. Afrika-Spieler-Set, Nord-Mittelamerika-Spieler-Set, ein Südamerika-Spieler-Set. Ich glaube, ein Europa-Spieler-Set hat man nicht bekommen, ne? Das hatte ich schon vorher. Ich habe ja noch zwei Südamerika-Sets. Aber ja, ich habe hier noch ein paar Packs übrig und ich würde mal sagen, wir fangen mit den Einzelspieler-Sets an. Ich mache es einfach jetzt alles gleich auf. Schauen, was haben wir da? Nichts Gutes. Escape. Wer bist du? Kenne ich nicht. Weg. Letztes Mal hatten wir ziemlich Glück aus den Einzelspieler-Sets, ein paar richtig gute Spieler zu ziehen. Das sieht bisher nicht danach aus. Nee, du leider auch nicht. Was haben wir hier? Wieder nix. Mann. Das Glück hat uns jetzt echt verlassen. Auch nicht. Mann. Komm. Ah, besser. Mal schauen, was wir da haben. Spanier, Torwart. Komm, Dreher, bitte. Tatsächlich. Meine Fresse. Richtig nice. Ja, oh, da haben wir das Glück wieder. Ein Spielerset und einen der besten Spieler im ganzen Spiel. Und zusammen mit Manuel Neuer, der beste Torwart. Oder? Nee, wenn Yashin noch mitzählt, die Eichenkarte, dann ist der beste Torwart. Ansonsten von den normalen Spielern auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, von den Stats her besser als Neuer. Richtig nice. Richtig schön. Gleich mal den perfekten Torwart gezogen aus einem der Sets. Da hat sich ja der verkackte Draft doch ein bisschen gelohnt. Ich werde erstmal die noch nicht so geilen Sets aufmachen. Mal gucken. Afrika haben wir jetzt hier gehabt. Salah wäre natürlich geil. Ich glaube, es ist der beste Afrikaner. Mané hätten wir auch noch. Mané könnte das sein. Das ist Mané, oder? Ja, tatsächlich. Sehr schön. Einer der besten Afrikaner, glaube ich. Ansonsten nichts. Alle drei Senegalesen gerade gewesen, ne? Asien-Spieler-Set. Asien ist, glaube ich, der schlechteste Kontinent von den Spielern her. Naja, haben wir nichts. Kagawa und, und hier Dingsbums, Heung-Min Son, sind da die beiden besten. Nordmittelamerika, ich weiß gar nicht, wen haben wir denn da? Ein paar Mexikaner gibt es da, ne? Ansonsten fällt mir gerade gar keiner ein. Vielleicht noch ZM, wer könnte das sein? Ah, Guardado. Den haben wir auch schon mal bekommen. Mir fällt da gerade aus Costa Rica noch der schöne Keeper ein. Wie heißt der nochmal? Machen wir das World Cup Standard-Set mal auf. Was wir noch haben. Oh, da ist nix dabei. Zum Glück kann man die Spieler alle schön eintauschen. Dann machen wir ein Südamerika-Spieler-Set auf. Gucken, ob wir da was Geiles drin haben. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich Messi haben. Leider nix. So, hier aber. Also mit Real haben wir bisher mit Abstand am meisten Glück gehabt. Was haben wir da? Nochmal Modric? Tatsächlich. Luka Modric als Duplikat.
Leider, Duplikat. Schade, ich habe ihn schon. Was haben wir noch? Sonst nichts, sonst gar nichts. Mal gucken, müssen wir dann für irgendwelche SBCs benutzen. Leider. Hätte ich mir natürlich einen anderen Spieler mehr gewünscht. So, Südamerika-Spielerset haben wir noch und Europa-Spielerset. Ich weiß gar nicht. Ich mache zuerst das Südamerika-Spielerset noch auf. Und zum Schluss haben wir dann das Europa-Set zum Aufmachen. In Südamerika gibt es natürlich einige richtig gute Spieler. Allein wenn man an Argentinien denkt. So ein Dybala oder so. Innenverteidiger. Was ist das? Ah, Sanchez. Ja, den haben wir auch schon bekommen. Auch leider ein Duplikat. Vielleicht haben wir sonst noch irgendwen guten. Das ist leider nicht Caceres. Der hat ganz schön an Stats verloren. Der war mal besser. So, und das letzte Set für heute. Ja, mit Drea haben wir unser Glück eigentlich schon aufgebraucht. Mal schauen. Mal schauen, was wir da jetzt noch kriegen. Oh Gott. Okay, hat sich erledigt. Drea mit Abstand bester Spieler. Der kommt dann gleich in mein Team. Leider habe ich auch keinen guten Rechtsverteidiger bekommen aus den Südamerika-Sets. Ja, aber dann war es das hiermit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, warte mal. Ich glaube, ein Pack machen wir noch auf. Ein Premium-Set machen wir noch mit Münzen auf. Und wehe, da ist jetzt nichts Gutes drin. Okay, das hat sich damit erledigt. Gut, dann war es mit der Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ach du Scheiße. Beim nächsten Mal wieder. Und ich sag bis dahin und tschüss.